Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosock Terraria! Ja, wir sind hier auf der großen Suche nach Metalle und versuchen, diese zu finden, was sich bis jetzt irgendwie als sehr schwierig darstellt. Da ist auch schon wieder lila und so, das ist alles so Zeug, das haben wir schon mal hier gesehen. Aber das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen Metalle mit einer ganz anderen Farbe. Also nicht dieses komische Lilane und dieses, ja, machen wir mal hier alle kaputt. Ja, wir suchen so andere Metalle. Tungstenohre, ja. Oh Gott, die Piranhas. Oha. 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 Jetzt hätte es uns beinahe gerissen. So, dann machen wir erstmal Licht an. Schwuppdiwupp. Dann machen wir hier mal ein bisschen Wegsicherung. Okay. Hier machen wir bis da hinten in die Wegsicherung und dann arbeiten wir uns hier mal weiter durch. Das ist auch wieder so typisch deutsch. Wir arbeiten uns mal durch. In einem Spiel, Leute! Ja. This is Germany. 0 points for fun. Ja. Gucken wir auf der Karte. Ja, wir könnten uns da unten so ein bisschen durchdingsen. Hier sehen wir auch noch wieder Orikalkum und Palladium. Das ist alles nicht so das gewünschte Material. Irgendwie kriege ich langsam die Krise. Die Metallkrise, genau. Irgendwie muss doch mal so Metall sein, was man auch abbauen kann. Ja. Ich komme sonst echt nicht weiter hier. Irgendwie muss das doch weitergehen. Das frustet langsam. Da kriegt der Krise hier. So, jetzt geht's hier wieder runter. Schuppu, genau. Da haben wir wieder eine Fledermaus. Hier. Yeah. Na komm her, du Fledermaus, du hier. Yeah. Genau. Die hat's gerissen. Dann machen wir hier mal Enlightenment Berlin. Genau. Hallo. Schöne Grüße an die Ingress-Gruppe. So. Okay, da wird heiß geballert. Und ich bin hier am Brennen. Web? Was ist das? Das sieht irgendwie komisch aus. Das macht mir neugierig. Und wenn mir was neugierig macht, dann... Hoppala, zwei Fackeln. So haben wir doch wieder nicht. Hoppala! Ja. Jo. Schauen wir mal. Palladium, Amethysten, Pot. Könnte da vielleicht auch eine Truhe sein. Manchmal ist ja auch sowas, dass da noch eine Truhe in der Nähe ist. Müssen wir mal nachschauen. Da können wir dann wieder mit Autopilot drin. Genau. Das Skelett kommt ganz brav hinterher. So sind die Skelette von heute. So, machen wir einmal die Null-Taste. Dann haben wir da ausgeleuchtet. Wo ist das Skelett geblieben? Das scheint wohl da ins Wasser gefallen zu sein, okay. Und so ein Skelett ist natürlich... Och, nicht Schwimmer! Ja. Ganz große Kino. Och komm, Kinders. Ich komm hier nicht runter! Oh. Kann nicht wahr sein. Ja. Verdammter Hacke! Mensch!
Das geht hier alles nicht. Och komm. Ich werde doch nicht gleich sofort nochmal sterben, oder? Nee, ich hab ein Getränk genommen. Oh Gott. Also wirklich, jetzt also, das geht doch ja nicht. Das geht doch ja nicht. Jo. Und tschüss. Schnee. Schauen wir nochmal in die Richtung. Ja, hau mir mal eine. Unmöglich. Schauen wir mal in die Richtung nochmal, ob wir da was nochmal rankriegen. Ansonsten muss ich echt mal gucken, wo ich die Metalle rankriege. Weil gespawnt sind die ja theoretisch. Eigentlich sind die gespawnt, nicht nur theoretisch, die sind jetzt. Ja. So. Super schleimiges. Oh Gott. Na gut. Wenn ihr meint, dass ihr da oben immer rumspringen müsst, dann macht das. Hauptsache, ihr lässt mich in Ruhe, hä? Oh Gott. So, da können wir gleich wieder Licht setzen. Ah. So, die Hitpoints füllen sich auf. Das ist ganz gut. Ja, das ist, nennt man ja dann wenig erfolgreich aktuell, wa? Muss das ja auch geben. So, da vorne wird es ein bisschen heller. Schauen wir mal, was da ist. Das sieht nach einem... Ja, so ein Kristallvieh wieder aus. Ist auch eins. Ja, dann geht natürlich hier meine Fackel aus. Und das füllt sich hier so komplett mit Wasser. Ach komm, das ist hier alles schon echt unamüsant, was ihr mit mir anstellt. Also... Ja. So. Das habt ihr davon. Jetzt da runter hier wird's bestimmt tödlich. Machen wir mal so. Kicken wir, ob das sich aussieht oder nicht. Schubidu! Ja. So, das sind die Schildkröten. Ja, die sind sehr leise, wenn man draufhaut, ne? Ja, eine Schildkröte ist hinüber. Die zweite ist hinüber. Da unten ist nochmal so ein Kristallvieh. Genau. So, dann machen wir mal so. Auatsch. Auatsch. Und genau. So, auch der ist entsorgt. Einen Bettbanner gibt es einmal gratis dazu. Das ist ein Banner fürs Bett. Ja. Schalalalala. Oh, da ist eine Truhe. Wow, was ist das für eine Truhe? Was ist das für eine Truhe? Imitator. Ja. Okay. Ja. Trixie wurde durch. Ja, was durch auch immer. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch unmöglich hier. Ihr kriegt die Krise. Jetzt kommen die hier schon.
Ja. Schalalalala. Ja. Jetzt komme ich noch nicht mal aus meinem gebauten Gebäude raus. Das ist doch, herzlich unspannend. Ich will doch hier nochmal raus. Ich will hier raus. Da kann ich wahr sein. Kann er so schwer sein? Ey, das ist ja unmöglich. Ja, jetzt kommen die Viecher hier noch. Wollen wir hier mal hier hinlocken. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Nein, die lassen mich nicht. Nee. Ah, die lassen mich nicht durch. Ja, das ist jetzt hier gerade... Ich glaube, der Tiefpunkt. Das ist der Tiefpunkt. Tiefpunktiger geht das ja nicht. Nein, weg, 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 weg. Oh. Jetzt killen sie die da unten alle. Ja. Oh Gott, das wird... Ja, Graham wurde durch. Ihr seht mein Inneres herausquellen. Ja, so ist das. Und wir haben immer noch keine Metalle. Immer noch nicht. Das ist äußerst unfriendly hier. Das ist ja alles so eklige Zeug hier. Hau ab hier. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein! Hackfleisch. Toll, jetzt krieg ich Hunger. Jetzt kriege ich Hunger. Hackfleisch. Oh je. Ich mache hier irgendwie mal sowas von megamäßig falsch, dass ich gar nicht weiß, was ich falsch mache. Ja, die Frage ist, wie kann ich hier Hand und Fuß in der scheiß Höllenwelt, fassen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Das wüsste. Schau mal. Was ist denn das da? Auch einer meiner Grabsteine, wa? Ja, Grabsteine zieren die Höllenwelt. Ja, so ist das. Ja. Oh Gott. Wir gehen mal hier runter. Wie sieht's denn da unten aus? Ne, da unten ist ja nichts Großartiges, sehe ich gerade. Gut, machen wir das hier wieder zu. Ja. Wow, die Schleimis sind ja super aggressiv. Die greifen sogar andere Zeug an. Wir gehen mal jetzt hinter die Höllenwelt. Schauen wir mal, vielleicht finde ich da so Dinge, die mir weniger an die Wäsche wollen. Kicken wir mal. Vielleicht finde ich dort auch endlich mal irgendwie mal die andere Metalle. Auch das wäre schön. Hätte ich echt nichts dagegen. So, hier ist der Abstieg zur Hölle. Oh, jetzt mal hier rüber. Zack, zack, zack. Ein Pixie! Hätte ich lange nicht mehr gesehen, Pixie, ne? Kannst ruhig zu mir herankommen. Du bist ja ganz nett zu mir. Genau, Pixie-Staub mal 2. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich denke mal, hier irgendwo machen wir dann unseren Ab... Was ist denn das? Ein Einhorn? Jo, ein Einhorn. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass Einhörner so bösartig sind. Horn des Einhorns. Jetzt ist es ein Keinhorn. Jetzt habe ich das Horn. Ein Keinhorn. Ja, ja. Da muss ich jetzt an The Simpsons denken. Da gab es mal ein Zweihorn. Wie hieß denn das Ding? Das Land, was die sich da einfallen ließen. Da war, hat sie ja so eine Freundin gehabt und die hat sich da ganz in die Welt verträumt. Jetzt kriege ich es geistig gar nicht auf der Reihe. So, da haben wir nochmal Wüste und dann kommt nochmal so ein Gebiet. Unter dem Gebiet ist das andere Gebiet und da ist nochmal sowas. Ja, wir können uns mal da unten runterarbeiten. Schauen wir mal, vielleicht haben wir da mehr Glück. So, zumindest haben wir einen Glibberschleimi. Dann haben wir nochmal die typischen Wüstenfüchse. Genau, man nannte sie Mum und Yen. Hallo Mum und Yen. Okay, keine Feier ohne Geier. So, auch der ist weg. Und hier wird's nochmal green. Green, green, green.
green, green, green. Normal green. A normal green. Das ist ein normales Grün. Gibt es sowas? Normal green? So ein Grün, was komplett auf Grün standardisiert ist? Ne? So wie Weiß halt, weil es gibt ja so verschiedene Weiß. Es gibt Hellweiß, dann gibt's das typische Albinerweiß, dann gibt's Deckweiß, dann gibt es Zahnweiß, dann gibt es Weiß mit irgendwelchen komischen, abstrusen Namen noch. Ob das sowas wie Normgrün gibt? Normal Green. Wäre echt eine gute Frage. Also in der standardisierten Welt, wie wir leben, wäre ja das eigentlich nicht auszuschließen, ne? Dass es ein Normal Green gibt. Ne? Ja, ein Normal Green. Das ist ganz normal. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, so ist das mit den Normal Greens. Gut. Schauen wir mal, ob die Höhe hier reicht. Machen wir mal Hacke-Peter an. Kicken wir mal. Ja, also durch die Sandära kommen wir schon ganz flott durch. Ah, guck mal, ja, das geht ganz gut vom Tempo her. Das ist angenehm. Wenn ich jetzt hier kein Metall finde, dann wäre ich bald wahnsinnig. Weil irgendwo muss ich das ja finden, so. Theoretischerweise. Wie sieht es denn auf der Karte aus? Ja, hier haben wir eine Menge Platz. Hier könnte irgendwo mal was sein. Warte mal, wie tief waren wir schon? Ja, ist okay. Ja, irgendwo müssen wir dann auch mal was finden. Sonst weiß ich nicht. Ja, was? Keine Ahnung, wo das noch enden soll dann, ne? Hat mich hier gerade wundert, dass wir hier kein Höhlensystem antreffen oder sowas. Schon ein bisschen komisch. Wesig noch nicht einzuordnen. Und irgendwo hatten wir ja auch so ein bisschen Dschungelgebiet. Wir müssen mal gucken, wo der Dschungelgebiet war. Theoretischerweise mal nochmal das durchgucken. Vielleicht findet man da auch nochmal was. Vielleicht kommt dieses Metall ja auch noch in den Dschungelgebiet vor. Das wäre die nächste Überlegung, die ich hätte. So. Ups. So. Ja, müssen wir mal schauen. Wesig jetzt nicht einzuordnen. Jetzt so aktuell finden wir Sand. Sand. Und ein bisschen Stein, das darf es auch sein. Da mache ich wieder Licht, weil es so duster wird. Hoppala, falscher Dings. So, okay. Schubidu! Da höre ich doch schon wieder was Unangenehmes. Das heißt, da drüben wird ein Höhlensystem sein. Und in diesem Höhlensystem ist irgendwas drin, was uns an der Wäsche will. Ist ja nicht selten, ne? Dass das uns an der Wäsche will. Stellt sich immer nur die Frage, was das ist. Und irgendwie sägt da nichts. Kein Höhlensystem. Okay, gar nichts. Jetzt frage ich mich, wie dieses komische Geräusch auf der linken Seite herkam. Ja, das ist manchmal merkwürdig. Aber das ist halt so. Wie es ist. Man will oder nicht. Ja? Ja, und das sieht nach Sand aus. Okay, das heißt, da ist der Wüste. Das heißt, wir buddeln uns jetzt hier runter. Schubidu! Ja, wie tief buddelt man sich runter, damit man weiß, dass man eine neue Ebene hat? So tief dürfte ganz okay sein. Einmal 0. Genau. Falsche Taste. Weiter. Oh, jetzt kommt der Dschungelmusik. Wir haben gar keinen Dschungel. Können wir uns das mal so vorstellen, wie wir so einen tiefen Dschungel jetzt laufen hier so. Aber gibt doch zum Beispiel einen Großstadtdschungel. Ja? Ist ja auch nicht so viel mit Pflanzen und so, ne? Hier in Berlin zum Beispiel, ne? Das ist ein Großstadtdschungel, ne? Wenn man sich da nicht auskennt, da braucht man Sherpa, ne? Lehmblöcke! Gut, da kommt wieder Sand. Ja. Gut, dann geht's in die Richtung. Erstaunlicherweise haben wir jetzt noch kein Höhlensystem gefunden und kein gar nichts. Das ist, merkwürdig. Diese Seite ist irgendwie bis jetzt ziemlich ereignungslos.
Da brauchen wir definitiv mal einen Content Manager. Genau. So, aber nicht den von RTL. Den will ich ja nicht haben. Weil sonst, ja, werden wieder diverse Bevölkerungsanteile durch den Kaukaui zu. Ja, genau. Das ist ja schmacklos. Und das wollen wir hier nicht haben. Ja. Wow. So, dann machen wir hier mal ein Beleuchtungselement rein. Wie viel haben wir noch? 65 Beleuchtungselemente. Das da oben, was ist denn das für ein Metall? Ein Altet. Sieht zumindest alt aus hier. Das sieht nicht schön farbig aus. Nicht, dass das nachher doch wertvoll ist. Schauen wir mal. Eisenerz, ja, ist nicht wertvoll. Das ist veraltete Metalle. So, dann sauber mal wieder Licht auf jeden Fall. So, und dann jetzt dann wieder weiter. Jo, Steinblöcke. Man gönnt sich ja sonst nicht. Zinnohre, ja. Schubidu, jetzt geht's wieder weiter. Wieder ein Beleuchtungselement. Hierher. Hab ich jetzt zwei gesetzt? Ich hab zwei gesetzt. Bin dekadent. Ups. So. Und gib ihn eins. Steinblöcke. Stoneblock. Der Stoneblock. Ja, da kommt wieder ein Schleimi an. Der will mir bestimmt auch an der Wäsche. Kennen wir ja mittlerweile. So, Pech gehabt. Ja, jetzt zeig's mal anders gemacht. Ne? Da hat er geguckt, kann er nicht. Hat er gedacht, oh, der wird schon wieder mit seiner Axt kommen oder mit seinem Hammer. Nee, hat er nicht gemacht. Ich bin mit der Dings gekommen. Ja? Mit dem magischen Stab. Jo. So, jetzt sind wir gleich wieder hier am Ende. Und dann geht's wieder eine Stufe tiefer. Ja? Das ist der Hammer. So, einmal Licht. Seht ihr, was ich sehe? Ja, ihr seht das natürlich auch. Ja, hier haben wir ein Höhensystem. Halt, Hilfe, Mami! Das kann nicht wahr sein hier. Ja, wir wurden wieder getötet von einer Truhe. Das kann nicht wahr sein. Von einer Truhe getötet. Ja. Ach komm, Kinders, das kann echt nicht wahr sein. Wieso kriegen wir hier keine Metalle? Ja, wollen wir jetzt da unten weitermachen, oder? Was ist ein Tombstone? Ach so, mein Grab. Ja, da haben wir jetzt auch keine Metalle. Aber wir haben hier noch eine Menge Freiraum, wo hätten Metalle sein können. Das heißt, wir gehen nochmal darüber. In der Hoffnung, dass wir mal Metalle finden. Also langsam verzweifle ich. Also, das kann eh wahr sein. Das müssen doch irgendwo mal Metalle anfindbar sein. So theoretisch. Ne? Praktisch auch. Schubidu oder so. Ne? Ja. Also so viele Probleme mit Metalle habe ich in Minecraft zum Beispiel nie gehabt. Also... Das Schärfste ist, sobald wir die erste Sorte Metall haben, haben wir ja 7 Millionen andere Sorten Metall, aber wir brauchen erstmal die Einstiegsdroge in die Hölle. Das ist das Problem, ja? Das ist das Problem, was wir haben. Wir brauchen die Metalle für den Anfang. Und an die komme ich jetzt irgendwie nicht ran. Oh, die Bäume haben sich hier verändert. Die sehen komisch aus. Aha, das scheinen wohl diese Hello Kitty Bäume zu sein, ne? Hello Kitty Kakteen haben wir ja hier. Ah ne, das sind die Hello Kitty Kaktussen. So, Entschuldigung. Heißt ja nicht Kakteen. Kakteen sagt man ja nur als Blut. Die Profis, die sagen Kaktussen, ja.
So. Schubidu. Und weiter. Und nochmal. Ja, schön aus dem H2O raus. Ja, jetzt kommst du ja hier an. Hoppali und hoppala. Jetzt kommen wir erstmal hier an meinen Dingens vorbei. Dingenskirschen. Jo. Wow. Wenn die Wege nicht so weit wären, ne? Dabei habe ich jetzt schon die Schnelllaufschuhe, also. Das ist es ja. So, jetzt haben wir gleich einen Abstieg. Oh, da ist er auch schon. So. Da ist Metall. Scheiß Metall. So. Ist die blöde Truhe noch hier unten? Nö. Aber ein Schleimi. Hallo Schleimi. Oha, wo geht das hier hin? Ich sollte mal Licht machen. Schubidu. Haben wir. Nö, hier scheint Fehlalarm zu sein. Hier ist nicht viel. Nö, hier ist wirklich nicht viel. Das ist... Oder? Nö, da ist nichts. Gut, haben wir doch aus. Ja, rein komme ich aber raus nicht, oder was? Mensch. Das nennt meine Engine hier, ey. Also wirklich. Wer hat denn das programmiert hier? Das ist ja unreal. Oh, da unten sieht es nach Höhle aus. Das ist auch eine Höhle. Ja. Ich will doch nur ein bisschen Eisen haben jetzt. Aber ich finde hier kein Eisen, das ist grausam. Ja. Ja. So, wollen wir ja mal Licht machen wieder. Sonst stehen wir im Dustern und Dustern ist nicht so schön. Da sieht man so wenig. Ah, hier ist wieder ein Höhlensystem. Ja, wieder das übliche Problem. Rein kommt man, raus nicht. Gut, dann kommt einmal was Böses an. Ja, komm, so schwer kann das nicht sein zu sterben. Ich schaff das ja auch. Genau, so. Gut. Da oben ist ohne Stand neue Metallen. Wir nehmen mal den Krug mit. Hier ist auch noch ein Manfred. Ja. Das ist doch auch wieder rotes Metall. Seht ihr doch. Guckt doch mal her. Ja, das ist doch wieder das Metall, was wir hier wegkriegen. Ja. Da. Das ist doch eine Verarschung hier, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg hier kein Metall ran. Ich weiß nicht, was das soll, also... Habe ich hier irgendwie eine verfluchte Welt bekommen oder sowas? So nach dem Motto, hier kriegst du das Metall nicht. Oder ist das ein Bug oder so? Wisst ihr dann, ob das ein Bug ist? Jetzt bin ich schon ewig suchen hier an Metalle und krieg keins. Also ich krieg schon Metalle, aber das sind alle Metalle... Guckt euch das doch mal an. Da. Das ist hier alles so Metall ohne Ende. Ja. Also ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier Aufnahme halt. Müssen wir sowieso machen. Weil... Ja, 30 Minuten dicht sind. Ja, ich guck mal nach, ob das ein Bug ist oder so. Ihr schreibt mal, ob das ein Bug ist. Ich weiß halt echt gerade nicht. Weil... jetzt haben wir ja so viel Metall gefunden. Und durch Zufall hätten wir ja theoretischerweise auch mal andere Metall finden müssen, ne? Ist ja nicht so, dass wir uns hier keine Mühe jedem Täten geben würden, so, ja, sondern, wir haben ja hier wirklich, jetzt ganz fleißig hier wirklich schon und so hier, so durchgebuddelt und so, aber hier finden wir echt keine Metalle.
Also wenn ihr da eine Idee habt, wo die Metalle sein könnten, ja, schreibt's mir ruhig. Weil ich hab echt jetzt gerade keinen Peil, wo die Metalle sind, ne? Das ist hier... Ich kann hier noch stundenlang weiter rummachen und tun und machen, was ich will. Aber wenn hier nichts ankommt an Metalle, dann kommt hier nichts an Metalle. Das ist nun mal so. Also in dem Sinne, liebe Leute, bis zur nächsten Folge Terraria und ja, von einem leicht angefrusteten Exos. Ja, also, Cheerio, bye bye.